So Leute, willkommen zum nächsten Part von Tribute WoW Champions, zum Let's Play von WoW. Ja, wie ihr seht, wir haben schon ein bisschen angefangen, vorgearbeitet, aber es ist kein Raid, keine Ini, nix, ne? Ihr seht es, wir sind in Eiskrone dabei und leider ist es nur Trash. Ihr seid leider nicht dabei bei einem Raid. Ja, ich wollte mal aufnehmen, wie ich zum Beispiel dann ja den Ruf bekomme und schön diese, zum Beispiel den Ring hier, da habe ich schon gemacht, Ruf haben, aber das wollte ich erstmal nicht filmen, aber dann dachte ich mir heute so, ja, warum filmst du denn nicht? Und es werden auch neue Parts bald kommen. Die Level-Parts sind ja schon vorbei. Und es werden andere, neue, geile, coole Parts kommen. Vielleicht auch mal sinnlose, langweilige und ein bisschen ja, verpeilte Parts, würde ich mal sagen. So, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Aber so aus Fun einfach so lustige Parts. Ja, das wird bald kommen. Auch von anderen Games wird jetzt kommen und ja, das wird echt geil. Ich werde die Projekte Battlefield Heroes und Varrock beenden, weil ich auf Varrock keinen Bock habe. Battlefield Heroes spiele ich irgendwie nicht mehr, keine Lust, habe irgendwie so keinen Zwang dran, das Zwangsdrang, das zu spielen. Keine Ahnung warum. Aber naja, ist ja egal. Dafür kommen ja neue Projekte und vielleicht auch bessere Projekte als die alten. Ja, das denke ich schon, dass es bessere sind. Jojo. So, wir sind jetzt bei einem miesen Monster hier, ey. Diese scheiß Monster mit richtig viel Life hasse ich voll. Na, kann man nichts machen. Muss man halt töten, ne? Boom. Tada. So, los geht's. Komm, hauen wir ihn um. So. Ruf mal angucken. Ja. Einfach Gear, kann man ja ein bisschen verkaufen oder so, ne? So, komm schon, ich will weitermachen. Wupp. Zack. Jo. Auf jeden Fall wird auch natürlich ein Raid davon kommen. Von Eisgrund Zitadelle, also IC, 25er, Non-Hero und Hero natürlich, also ganz hart da, natürlich werden wir versuchen, da natürlich den Lich King zu legen und das auf Video aufzunehmen. Und das wäre dann ein schöner Erfolg. Ist ganz geil, wenn man den Lich King legt. Hat man so schön Ehre, Stolz irgendwie. Ja. Zack, komm, leg die da unten doch auch. Wir wollen ja kein Raid hier starten. Ah, scheiße. Weil bei einem Raid würden wir eh hier failen. Wir brauchen noch ein paar Range-DDs, wenn dann. Und ein, zwei müssten wir dann rausschmeißen, weil die noch kein so gutes Equip haben für einen Raid jetzt. Und ich glaube, die Hälfte davon weiß nicht, also nicht die Hälfte jetzt würde ich mal sagen, aber zwei, drei wissen nicht mal, wie die Bosse hier gehen.
Und das würde dann schon alles kaputt machen. Und das lohnt sich dann nicht einfach nur darum zu fällen, ne? Zack, Feuerregen drauf. Und schön Damage machen. Na los, los, los. Komm, hau da mal rein, ey. Muss ein bisschen schneller gehen. Nein, Spaß. Ist gut genug hier. Ganz okay, der Damage. Läuft ja soweit, ne? Alles in Ordnung. Ach, mein Pet sollte ich auch am besten drauf schicken. Soll ich mal ein bisschen Damage hier machen, ne? Guck, Unterschon hat er es gekillt. Also ist es immer gut. Zack, kann ich schon ein bisschen Geld machen wieder, ne? Hab ja nur 4500. Komm da runter jetzt. Ey, whoop. Na, na, na. Das waren ein paar zu viele, denke ich. Aber nein, wir haben natürlich einen geilen Trupp hier. Also, der Tank, ich glaube, der ist sogar Crit-immun. Und ja, wir haben einen super Heal. Haut alles rein da. Die Monster haben keine Chance, irgendwas zu machen, da zu heilen. Geht übelst ab. Ja, und da sieht man hinten schon diesen schönen ersten Boss, der einfach richtig scheiße ist wegen seinen Stacheln. Naja. Ist ja überhaupt kein Problem, den zu legen. Wenn man eine vernünftige Gruppe hat und die weiß, wie es geht. Ja. Also das ist, denke ich mal, so etwas langweilig ein bisschen. Aber da kannst du schön einen Ring abstauben hier. Ist auf jeden Fall richtig geil. Musst du, wenn du zum Beispiel einen Raid machst, kannst du vielleicht den ganze Sachen, die du hast, hier jetzt kriegen. Und dann vielleicht mal irgendwann gehst du hier hin, nicht mehr hier hin und dann kriegst du halt keinen Ruf und tada, du kannst dir den Ring nicht holen, aber ich finde, man sollte man das so zwischendurch machen, wenn kein da irgend so ein großer Raid gerade am Laufen ist. Auf jeden Fall würde ich dann lieber bei einem 10er ICC Raid mitmachen, der auch vernünftig da was reinhaut, ne? Also mit Bosse killen und so einen vernünftigen Raid. Da wäre ich natürlich sehr gern dabei, aber wir haben schon mal versucht, aber da hatten wir leider die Truppe dafür nicht. Die Hälfte davon wusste nicht, wie das geht. Wir haben einfach so eine Public-Gruppe erstellt, einfach im TS bei mir getroffen. Ja, und dann, ja, die Hälfte konnte halt nicht reden und dann nicht richtig zugehört. Und ja, haben wir halt gesagt, dass die alle Ds halt alle einfach auf den Stacheln gehen sollten und alle sollten immer Stachel schreien, wenn die einen Stachel haben. Und dann, ja, haben wir das halt so gemacht und der Tank geht vom Boss weg und geht auf den Stachel einfach nutzlos sowas. Und ja, haben wir halt zwei, dreimal gefailt, hatte keiner mehr Bock, haben wir aufgehört. Ja, vielleicht kommt am Wochenende oder so jetzt ein Raid und da machen wir mal das schön und failen nicht. Na, 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 ja, komm jetzt zurück. Die greifen uns gleich an.
was sage ich drauf da, Jungs? So was für einen Ruf habe ich hier jetzt langsam. Auch immer noch freundlich, Mensch. Das kann doch nicht sein. Komm, haut da alles rein, Mensch. Los, los, los. Ich hab keine Schusswaffe. Nee, hab ich nicht. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ja, läuft ja, ne? Aber beim nächsten Run kann ich bestimmt wieder einen Quest abgeben. Mal schauen, was das hier so ist. Nee, gebe ich erst ab, wenn ich den nächsten Ring habe. Ring, yeah, Ring, yeah. So, porten wir uns mal. Ja, also ich habe 4,6 KG Score, läuft ja erstmal ganz durchschnittliches Equip. Ja. Zack, zurückgesetzt und wieder rein. Habe ich irgendwie gefällt gerade. Habe ich gar nicht zurückgesetzt. Zack. Und rein da gleich. So, ja. Zack. Und wieder rein. Bum, 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 bum. So, jetzt legen wir noch eine Runde, glaube ich, und dann höre ich auf zu filmen. Ich glaube, das sind auch schon zwei Parts davon dann. Ich habe jetzt nicht auf